Hallo. Hi, Wir haben ein kleines Doppel-Unboxing, das wir jetzt schon einige Zeit haben liegen lassen. Nämlich, wie immer. Jonathan Joestar ist im November 2021 erschienen und Dio Brando im Dezember 2021. Und ja, man sieht einen wunderschönen Unterschied. Den Dio haben wir importiert, haben hier auch den Pre-Order-Bonus dazu. Und der hat wegen Zoll ein bisschen gedauert. Und dann haben wir gedacht, jo, es dauert jetzt nicht mehr lang, bis Jonathan da ist. Und die zwei gehören ja irgendwie zusammen. Hust, Part 3, Hust. Deswegen wollen sie auch gemeinsam unboxed werden. Leider hat Jonathan und ein anderer Nendroid, den wir noch vorstellen werden, etwas auf sich warten lassen. Deswegen sind wir jetzt schon im Mai. Ja. Aber so viel dazu. Wir schauen uns jetzt dann einmal kurz an, was die beiden Nendroids uns bringen. Weil auch von den Nummern her sieht man ja, die wurden relativ zeitnah fertiggestellt. Und ja, fangen wir doch einfach an mit dem Mann, der alles begann. Jonathan Joestar, nicht Johnny. Für manche ist Part 1 ja einer der, Kontroversen Parts. ja, viele skippen den ersten Part. Wenn man weiß, wohin es geht, kann man den ersten Part wertschätzen, definitiv. Aber ich kann auch verstehen, warum es für viele recht anstrengend ist. Deswegen ist mein Vorschlag noch immer nicht Part Skipper, sondern Part Swapper. Genau. So wie auch ungefähr das amerikanische Manga-Release war, weil Amerikaner hatten damals keine Möglichkeit, mit Part 1 anzufangen. Sie konnten nur den Manga von Stardust Crusaders lesen. Yep. In der Erstauflage. Und lediglich Stardust Crusaders zu dieser Zeit. Dann gab es ja auch noch die OVA. Und die hat ja auch mit Part 3 Battle in Egypt angesetzt. Dann war anschließend Stardust Crusaders Beginning und dann der gefloppte Phantom Blood Movie. Und erst als David Productions in die Hand nahm, 2012, kam Part 1 auch für den Normalsterblichen auf den Fernseher. Und mittlerweile sind wir sogar in Deutschland ja so weit, dass wir Part 1 in einem Dub haben, der erstaunlicherweise wirklich gut ist. Und das, obwohl viele wahrscheinlich befürchtet haben, einen Synchronsprecher, der noch gar nicht so lange auf der Bildfläche erschienen ist, mit Vincent Fellow, nimmt den ikonischen Hauptcharakter und macht trotzdem einen guten Job. Gut, und der Sprecher von Dio ist einfach im Deutschen wirklich Gotttier. Also ich glaube, es gäbe wenig Sprecher, die Dio irgendwie hätten besser sprechen können im deutschsprachigen Raum. Aber ja. Der Kleine ist wie immer schön eingepackt, schöne Bubble Wrapper und da haben wir ihn auch. Irgendwie kommt er mir noch kopflastiger vor als so manch anderen Androids und die sind alle kopflastig. Ja, was halt wieder schön ist, ist, dass hier mehr Gelenke vorliegen als bei den herkömmlichen Androids. Das ist ja wirklich exklusiv bei den Jojo-Androids. Zumindest mal bei denen, die wir besitzen, ist es uns nur bei den Jojo-Androids aufgefallen. Es gibt auch noch andere, aber die haben wir nicht. Ja, dass sowohl also Armbeugen als auch Kniegelenke vorhanden sind, also Ellenbogen haben so richtige. Was eigentlich schön ist, und sie sind ja, hatten wir ja wirklich einen Ticken größer als normale Androids. Einen kleinen Ticken. So, da haben wir noch die anderen Gesichter. Das Gesicht wirkt eigentlich, als wäre es straight aus dem Intro genommen. So, das erkennt man jetzt natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Hier seht ihr die zwei. Hier hat Jonathan eine andere Augenfarbe und schreit. Ich würde einfach jetzt mal behaupten, das ist eine Referenz an die Stelle im Opening, wo er die Treppe hochstürzt. Fast Weil schon zornentbrannt. Farben sind ja relativ, wissen wir ja. Und hier ein Gesicht, das ist dann die Nummer 3. Also wie hier. Und da ist eigentlich nur der Mundwinkel, würde ich behaupten, als Unterschied. Ja, ein bisschen der Ausdruck in der Augen ist auch anders.
Dadurch, dass natürlich diese Nendroids Gelenke haben, brauchen sie viel weniger an kleinen Extras wie andere Hände und Arme. Und daher hat unser guter Jonathan Joestar auch lediglich hier ein paar Hände für nochmal entweder offen oder zu. Das sieht aus eigentlich mehr wie in Part 4, die Geste, dass sie mit dem Finger nach oben pointen. Und hier auch eine Hand, in der er beispielsweise Pluck nehmen kann. Weil, wir nehmen das Schwert mal kurz raus. Und merken, es ist wieder gut eingepackt. Es ist nicht mehr das Schwert Luck, sondern schon das Schwert Pluck. Und sogar das kleine Detail, das P geht über die Seite des Griffs hinaus. Wie es auch hat in der Anime. Das ist ja auch Blut. Dann haben wir hier noch einen kleinen Rucksack. Der ist vorne offen, relativ schön gelöst, dadurch, dass er einhakt im entsprechenden Öse für den Stand. Und hat dann wieder eine Öse dafür. Das ist auf jeden Fall mal schöner gelöst als bei Polnareff, bei dem wir ja wirklich das Problem hatten, seinen Jutebeutel oder wie andere es nennen, Müll. Und das ist eine schöne Faust für, ich würde behaupten von der Farbe her, den Sunlight Yellow Overdrive. Mhm. Auch hier nochmal mit einer Einkerbung, beziehungsweise dass es besser gehalten werden kann. Und das sind dann auch schon alle Extras, die der gute Jonathan für uns hat. Wir gucken mal kurz, wie er mit dem Rucksack aussieht. So. Dadurch, dass das so halbwegs flexibel ist, also das Weiß in Sekunden angebracht, sieht eigentlich aus wie angegossen und hinten ist der Rucksack auch fertig. Jonathan approves. So, dann macht er mal kurz die Bühne frei für seinen Stiefbruder. Der Meme-Schöpfer. Das erste wirkliche Meme kam ja durch Dio. Das Meme. Das jeder Mensch gesehen hat, egal ob er JoJo's Bizarre Adventure kennt oder nicht. Mm. Und bestimmt auch jeder Mensch mittlerweile absolut entgeistert ist, wenn das Meme verwendet wird. Das Meme hat halt mittlerweile auch schon einen Bart. Dann haben wir hier auch kurz wieder die Anleitung, eben nicht erwähnt, weil es einfach mittlerweile selbstverständlich ist. Gut, was bei diesem Dio tatsächlich besonders ist, wenn man Part 1 ja gesehen hat, der Kopf kann auch ohne seinen Körper existieren, um es mal so zu sagen. So, da habt ihr noch mal einen kurzen Überblick. Schön ist, dass er die Stone Mask auch dabei hat. Die Stone Mask ist allerdings, wie ihr seht, kein Gesicht. In dem Doch, Sinne. Doch, sie ist fürs Gesicht gedacht, tatsächlich. Ich meine jetzt keine Faceplates, die stattdessen funktioniert. Ja. Als der Dio Nendroid angekündigt wurde, hatte ich schon eine Idee, wie ich ihn hinstellen möchte, dass er die Stone Mask im Gesicht hat, wie tatsächlich im Opening von Part 1. Allerdings hatte das nicht so ganz geklappt, lediglich mit dem normalen Release, weshalb wir diesen kleinen Pre-Release-Bonus noch haben. Aber dazu kommen wir ja gleich noch mehr. Das Teil hier... Er steckt mit seiner Frisur fest. Ganz kurz. Das Teil hier ist, wenn wir den Kopf alleine fliegen lassen wollen. Ich gehe gerade nämlich tatsächlich mal die Anleitung durch. Und da ist der gute Dio. Mal gucken. Ja, dieses Mal haben sie draus gelernt, weil bei dem Dio Brando aus Part 3 haben sie beim ersten Mal das Muttermal vergessen. Bei dem ursprünglichen Dio Brando Part 3, also Dio Part 3, hat tatsächlich jetzt auch einen Reprint angekündigt bekommen.
Die Android-Preise steigen ja zum Teil ins Unermessliche. Dementsprechend, um dem ein bisschen vorzubeugen, gab es mittlerweile schon ein paar Reprints, wie zum Beispiel auch Jotaro und Kakyoin aus Part 3. Halt natürlich, dass die beliebtesten Charaktere Reprints bekommen, bloß dass jetzt so schnell zwei Dios auf den Markt kommen, im selben Jahr sogar noch, ist schon erstaunlich. Das Gelenk war jetzt ein bisschen eingerostet. Aber alles gut. So, nehmen wir dich kurz noch ab. Und dann schauen wir uns deine Extras an. Wobei, gucken wir erst einmal kurz auch auf die Gesichter. Dann haben wir die Reihenfolge einheitlich. Einmal hier, Gesicht Nummer 2. Fokus, jetzt spiel mit. Danke. Das ist wahrscheinlich das Meme-Gesicht schlechthin. Für jeden, der sich Memes gerne ins Regal stellt. Oder notfalls auch einfach in einen der Gesichtsaufbewahrungsständer, wie man sie nennen will. Dann wäre das einfach nur You Expected an Ordinary Furry. Das ist tatsächlich eine Idee. Wenn wir irgendwann mal solche haben. Das finde ich ist halt eben wahrscheinlich das Gesicht, mit dem ich ihn auch gerne aufstellen würde. Dito. Weil es ist einfach mal etwas anderes als dieses normale Bad Guy-Smug. Sondern wirklich ein dreckiges Grinsen, wie nur Dio es kann. Und die 3. So, dann, was interessant ist, und ich will gerade kurz Dio raus. Wenn wir ihm die Maske aufziehen wollen, ist ja das Problem, wo hält die Maske an ihm? Deswegen habe ich mir gerade auch mal die Anleitung angeschaut. Wir wissen ja, wie Nendroids ihre Gesichter wechseln. Oh, mit den sehr, sehr spitzen Haaren ist das gar nicht mal so einfach. Na, auf schon, Dio. So, sieht übrigens echt unheimlich aus. Hier vorne, das Haarteil ist nochmal, hat nochmal zwei Aussparungen, in denen wir einfach hier dieses weiße Teil reindrücken können, um ihm dann die Maske aufziehen. Habe ich es richtig rum drin? Wahrscheinlich nicht. Um ihm dann die Maske aufziehen zu können. Achtung, hier ist das ein wenig abgeflacht und auf der anderen Seite ist das rund. Weil wenn man es richtig rum reindrückt, geht das auch wirklich wie geschmiert. Und das sieht fast aus, als hätte er ein Bandana mit Einhornfunktion. Now he's a unicorn. Und im Endeffekt ist es jetzt wirklich einfach nur hier die Maske drauf gedrückt. Von vorne trägt er die Maske, von der Seite sieht es halt weniger diabolisch aus. Nur so. Ja, es geht ein bisschen tiefer mit ein bisschen mehr Schmackes, aber dann hat man die filigranen Haare. Mhm. Ich gucke mal gerade, ob man es vielleicht von irgendeiner Seite in der Kamera sieht. Man sieht noch immer den weißen Stift. Man kann ja auch noch immer so drehen. Aber ganz rein wäre wahrscheinlich... Ist nicht machbar. Ein Potenzial für zerstörte Androids. Ja, hier der Aufsatz ist entsprechend ähnlich wie das normale Gelenk auch bei einem Android für den Kopf. Dafür nimmt man dann hier das Teil und steckt im Endeffekt den Kopf von beiden Seiten drauf. Hier unten ist dann auch wieder eine Öffnung, dass man da entsprechend die Halterung benutzen kann. Und positioniert, als würde er gerade auf einen springen. So als Beispiel. Was ich gerade interessant finde, Dio hat die gleiche Hand, wie ich sie eben auch schon bei Jonathan gesehen habe. Ist das schon Foreshadowing? Eine Rose, die er, meine ich, in dieser Hand wahrscheinlich halten könnte. In der linken. Und dann schauen wir uns doch mal die beiden etwas aus der Nähe an. Oder auch nicht, weil wir vergessen haben, dass Jonathan etwas blockiert. Ich habe schon darüber gesprochen, es ist der Pre-Order-Bonus von Dio, bei dem man lediglich im GoodSmile-Shop erhalten konnte, wenn man Dio über den hauseigenen Shop auch entsprechend vorbestellt hatte. Und jetzt zerstören wir jeglichen Sammlerwert. Und das Schöne ist, bei den Jojo-Nandroids ist
immer, wenn man über Good Smile Company direkt bestellt, ein Pre-Order-Bonus dabei. Sei es eine weitere Base, sei es die Trainingsmaske von Joseph oder sogar eine kleine Bubble, in der der Ring mit dem Gegengift drin ist. Bei Caesar zum Beispiel, den wir tatsächlich nicht haben, den Pre-Order-Bonus. Es ist immer was dabei. Bei Jolene ist es tatsächlich das Aura, wenn ich mich recht erinnere. Genauso wie bei Jotaro Part 6 ist es auch das Aura. Ist halt immer ärgerlich, wenn man das am Anfang nicht weiß. Ich habe auch einige ja erstmal über einen deutschen Händler oder anderweitig vorbestellt an Androids. Und hatte dann entsprechend natürlich verpasst, dass das nicht, dass nicht alle Goodies oder Pre-Order-Boni dabei sind, was halt echt schade ist. Das ist die Maske. Allerdings in einem Maßstab, in dem man es auch in die Hand nehmen kann. Genau. Denn das ist eine Babymaske. Jetzt wirkt es ja schon fast wie King Crimson. Aber jetzt gehen wir mal in die Nähe. Ja. Und hier haben wir die zwei auch. Also bei Dio war das Befestigen vom Stand in seinem Rücken a pain in the back. Bei Jonathan haben wir es jetzt nur probiert im Rucksack. Beim Rucksack war es auch, man hat schon etwas Kraft aufwenden müssen. Aber im Vergleich zu Dio war es um einiges leichter. Bei Dio war im Endeffekt im Rücken das nicht genügend ausgeweitet gewesen, weshalb der Stand das nicht so ganz wollte. Da hat er noch gar keinen Stand. Das sagt schon die ganze Welt aus. Ja. Die Maske haben wir ja eben schon mal gesehen und eigentlich aus allen Winkeln ausgeleuchtet. Das wirkt halt eben wirklich nur gut, wenn man Dio frontal damit stellen kann. Ja, das ist halt ein bisschen schade fürs Aufziehen, aber die Rose hat auch irgendwie was, würde ich mal behaupten. Und da haben wir unsere zwei. Gut. Und eine Sache, die wir ab jetzt auch besser machen können. Wir sagen ja auch gleich immer, wie es im Regal aussieht. Aber vorher... Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, da ist uns ein Fusionsakzident passiert. Ja. Einfach nur gut zu wissen, es funktioniert auch auf anderen Android-Köpfe, wenn ihr so etwas Makaberes vorhabt. Gut, und hier passt es halt leider, außer dass Jonathan nicht tentakelt. Und was wir dann vielleicht doch mal kurz auf die letzte Sekunde noch zeigen... Denn Dio hat einen kleinen Unterschied zu Dio Brando, nämlich die Haarfarbe. Ja. Das heißt, wer hier gedacht hat, er hat mehr Einzelteile für seinen bisherigen Dio und Androids, muss damit leben, dass die nicht wie aus einem Guss wirken. Das würde merkwürdig aussehen, gerade wenn man versuchen würde, noch zusätzlich die Tentakel an Dios Kopf zu befestigen, auch wenn er schon einen Kopf am Körper hat. Aber alles in allem würde ich sagen, sind wir mit den zwei Androids schon ziemlich zufrieden. Und jetzt werden sie auch ihren rechtmäßigen Platz erlangen. Und so viel zum Thema, wie es im Regal aussieht. Ihr seht, hier ist noch ein bisschen Platz frei. Und einige können sich dann denken, was wahrscheinlich das nächste Video in der Reihe sein wird. Ja, so stehen sie auch noch nicht final. Das werdet ihr wahrscheinlich in einem der zukünftigen Videos sowieso sehen. Aber ja, Fazit von dem Video, wir lieben Jojo. Bis dahin, habt noch einen traumhaften Tag. Ciao.